ein Netzwerk für Healthcare Compliance schaffen und leben. Unter diesem Motto trafen sich am 30. September 2009 über 150 Teilnehmer zur ersten MedTech-Kompass-Konferenz des Bundesverbandes Medizintechnologie in Berlin. Unser oberstes Ziel heißt ganz einfach, vermeiden, unter Korruptionsverdacht zu kommen. Und deswegen brauchen wir sowohl auf der Seite der Krankenhäuser als auch auf der Seite der Industrie Ansprechpartner, die sich austauschen können über die Zusammenarbeit in unserem Gesundheitsmarkt. Zusammenarbeit ist die Voraussetzung für den medizinischen Fortschritt. Denn 50% der Ideen für medizintechnologische Innovationen kommen aus dem Klinikalltag. Ich glaube, das ist außer Zweifel, dass die Medizintechnik eine hochinnovative Branche ist und insofern auch besonders auf die Kooperation natürlich mit der Medizin angewiesen ist. Und dieses enorme Potenzial, um dieses richtig zu heben und dieses auch, sag's mal salopp, stressfrei zu gestalten, da bedarf es klarer Regeln, da besteht überhaupt kein Zweifel, und zwar für beide Seiten. Wie erlaubte Kooperationen regelgerecht umgesetzt werden, das erläuterten die Referenten zu allen relevanten Bereichen. Von der Weiterbildung über klinische Studien und Sponsoring bis zu Geschenken und Spenden. Compliance betrifft jedes Unternehmen, egal ob es eine Ein-Mann-GmbH ist oder ein Multikonzern. Die Regeln sind für alle anwendbar, deshalb gibt es da auch kein Pardon. Der Compliance Officer sollte die zentrale Anlaufstelle in jedem Unternehmen sein und volle Rückendeckung durch die Geschäftsleitung genießen. Die Leute kommen zu mir, die Leute rufen bei mir an, die Leute haben erlebt, dass sie bei mir Beratung bekommen, die nicht in die Richtung geht, wir wollen verhindern, sondern wir gucken mal, was geht und wie es geht. Und an der Stelle ist mittlerweile eine Öffnung der Organisation da. Die Zusammenarbeit im Netzwerk Healthcare Compliance basiert auf 4 Prinzipien. Nachzulesen auf der Homepage der Initiative MedTech Compass. Das Trennungsprinzip. Entgeltliche und unentgeltliche Zuwendungen müssen unabhängig sein von Beschaffungsentscheidungen bzw. Umsatzgeschäften. Das Transparenzprinzip. Jede Zuwendung und Vergütung muss offengelegt, dem Arbeitgeber mitgeteilt, schriftlich fixiert und genehmigt werden. Das Äquivalenzprinzip. Leistung und Gegenleistung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das Dokumentationsprinzip. Alle Leistungen, Art und Zweck jeder Zuwendung müssen schriftlich festgelegt werden. Sind absolut die Basics, absolut notwendige Grundprinzipien. Und wenn man diese Grundprinzipien einhält, dann ist man schon sehr auf der sicheren Seite. Zur Unterstützung bietet MedTech Compass unter anderem Musterverträge zu allen relevanten Kooperationen. 120 Mitglieder hat das Netzwerk Healthcare Compliance bereits. Es bietet Ansprechpartner und hilft bei der Früherkennung von Risiken. Prävention statt Reaktion. Gemeinsam, sicher, richtig.